Howdy Partners, herzlich willkommen hier zurück bei Call of Juarez Gunslinger. Die letzte Folge steht hier gerade noch, da haben wir hier den Sheriff oder den Deputy Ollinger umgehauen, Bob Ollinger, genau. Wir machen jetzt mal weiter mit dem dritten Level. Ich habe ja entschieden, ich mache die Folgen levelweise. Deswegen ist war die letzte Folge etwas kürzer. Ah, es geht nach Mexiko. Na, bei welchen denn sonst? I was hired to help them track down the Cowboys. Episode 2, The Cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo? Ja, genau die. By old man Clan himself. They must have paid you a pretty penny to take him on Bray's own. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Mhm. Er hatte seine eigenen Gründe, danach zu gehen. Eine Kugel für die Alten. Die Cowboys waren eine riesige Bande von Gesetzlosen unter der Führung von Old Man Clanton. Curly Bill und Johnny Ringo waren, der Text ist leider schon weg, und schön. Echte Männer schießen während eines Showdowns auf Hühner, bevor sie ihren Gegner erledigen. Alles klar. Ob wir das schaffen? So, Guadalupe Canyon. Einige Monate nach der Flucht aus Lincoln. Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Alter, wie die Hitze hier flimmert. Das ist ja mal heftig. So, der Frosch ist wieder da. Wack. Da wird geballert. Schnell hin. Oh, oh. Ach, die Drecksäcke. Ja. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Okay. Over there. Du auch? I did my best to help those poor bastards. Ja. Noch einer ohne Fahrschein? Ja, da bist du noch. Alter, du Wichser. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Ne, nicht viele. None. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bandits. Yep. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? Nein, I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often. Ach, so läuft das Quicktime Event. Das muss man mir doch mal sagen. Als Greenhorn. Lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Jetzt muss man ja auch noch amerikanische Ureinwohner abschießen, das gefällt mir ja gar nicht. Aber lieber deren Haut als unsere Haut. Ach so. Fuck. Also Apache-Style, versteh mal. Huch. Alter. Alter, bleib da mal stehen, du Wichser. Oh. Es ist wie auf dem Jahrmarkt. Wie auf der Jahrmarkt-Schießbude. Mit dem Krummlauf. Ey, und du hast, der labert das ganze Spiel über. Halt doch mal die Fresse. Ist ja toll, dass du deine Geschichte erzählst, aber das muss ja nicht permanent sein, oder? Himmel, Herrgott, noch eins. Steh, uff, Alter, steh doch auf. Könnt schon wieder ausrasten hier. Müssen wir den ganzen Kack normal machen? Juhu! Weißt du, die da oben treffen kaum. Und dann kommen zwei an und machen dir komplett, schießen dir komplett die ganze Mütze da voll. Kannst du auch nie sein. So. Wer ist jetzt hier noch ohne. Upsi. Wer ist hier noch ohne Fahrschein? Da oben steht noch einer. So, guten Tag. Der nächste Herr, bitte. So. Aha, hier oben noch welche. Noch ein paar Patienten für Dr. Bly.
Kopfschuss und weg. Bisschen Muni? Nein. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Eigentlich. Hallo. Alter, ist es denn die Möglichkeit? Finally, they managed to corner me. Alter, fick dich doch ins Knie, echt. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Na, so ein Zufall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flüchte durch die Höhlen, ja, das mache ich. As if the devil himself was after me. Ja, und die schießen auch auf mich. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. Nein. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. Ja, dann würden sie dir die Hammelbeine langziehen. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Beingebrochen, blöd. Nowhere to run. No. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Was da? Like mana from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. So, okay. Ben Masterson once told me it was more important to be lucky than good. So, dann gib mal her. Beseitige auf deinem Weg zum Alten die übrigen Feinde. Na, das machen wir doch. Wo geht's denn lang? Null oder O? Ach, da hinten geht's lang. Das war jetzt auch eine kleine Aufregung. Was haben wir hier? Wähle mit 4 das Dynamit aus oder drücke G für einen schnellen Wurf. Nice. G für einen schnellen Wurf. Ja. Genau, jetzt dreht sich das Blatt. Ja. Jetzt werden aus den Jägern die Gejagten. Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. Nein. No, sir. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Rage. Ist er komplett im Rage-Mode, unser guter Silas Greaves. Tut mir leid, dass ich gerade eben so wenig gesprochen habe, aber er übernimmt's ja ganz gut, verstehst du? Er quatscht sich hier irgendwann die noch letzten verbliebenen Zähne locker. Ach so, launisch, streitsüchtig, kunstgemein, Old Man Clanton. Mit dem Gesicht wäre ich auch sehr streitsüchtig und launisch. Okay, und er sitzt natürlich hinter seiner fetten Gatling. Okay. Wir müssen, glaube ich, immer, wenn er nachlädt oder so, hier rüber rennen in die Deckung. Genau. Und uns somit vortasten. Ringo, oh, wir kriegen Besuch von einem Stein. Froschi! Er kann reload. Warum nicht? Bist du alt dafür oder was? Was haben wir denn da? 60 Schuss, haben wir noch 8 Schuss. 18 Schuss. So, da oben ist er. Haha, nicht getroffen. Nicht getroffen, Schnaps getroffen.
Okay, müssen wir vielleicht, glaube ich, hier lang gehen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Ja. Ja, nur schießt so. Oh, er hat einen Kaktus erledigt. Ich glaube, das steht sogar unter Strafe. Also, wenn man so einen Kaktus erwischt. Also im echten Leben jetzt, versteh mal. What the fuck? Ja, ist klar. Er rennt so vorm Dynamit weg, was da irgend so einer auf dich schmeißt und dann noch alles nochmal? Nee, doch nicht. Okay. So, Saftnase. Aha. Ist klar. Jetzt müssen wir den Alten da versuchen zu besiegen. Da hinten sitzt er. Können wir doch mal G machen, oder? Schmeißen wir mal Dynamit auf den Kopf. Na, gucke an. Haben wir gleich U gekriegt. Was können wir denn hier machen bei Ranger? Wahrheitssucher, Tipps zu Nuggets der Wahrheit. Ach, scheiß drauf. Tiefe Taschen Ranger, höhere Munitionskapazität Gewehr. Ja, dann nehmen wir doch das mit. Wir nehmen gerne mal mehr Gewehrmunition mit. Wir schießen ja auch gerne mit dem Gewehr. Gehen wir mal hier um die Ecke rum und gucken mal. Aha, er schießt. Ja, er schießt. Aha, er ist schon... Naja, Hälfte haben wir schon mal runter. Ne, nicht ganz. Bitteschön. Na? Haben wir zu weit geschossen? Geworfen. Scheiße. Yes! Getroffen. Mist. Verdammt. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Okay. So, wir haben das geschafft. 79%. Yeeha. Scheiß auf die Nuggets der Wahrheit. Wir flitzen einfach da durch. Wir machen noch ein Level. Das war jetzt hier, war so eine ganz kurze Nummer. Wir gucken einfach mal. Schießerei bei der Sägemühle. Der wahre Grund, warum Silas die Cowboys verfolgte, war nicht das Geld, sondern die Rache an einem seiner Erzfeinde, Johnny Ringo. So, dann machen wir mal hier Johnny Ringo. So, wo geht's denn hier? Hallo. 7 Monate nach dem Tod des Alten gelang er zur Sägemühle. They were loaded for bear. Yep. So what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yes. Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Herb's coming! Get ready, boys. Yep, get ready, boys. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Ha, Läufer. Weit ist er nicht gekommen. Da unten kommen sie schon. Ah, Kopfschuss, sehr schön. Nee, wie? Doch kein Kopfschuss? Alter. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. After that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Habe ich noch einen Schuss drin? Oder wir nehmen einfach mal ihn hier. Oh Junge, triff ihn doch einfach. And grievously wounded his older brother Virgil. Ach, ey, die haben immer hier auf ihren komischen Flinten, hast du das Gefühl, echt Zielfernrohre und Lasersichten drauf und alle. Die treffen dich mit einem Schuss. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride. Ja, Vendetta. Hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Ja. So, dann gehen wir hier mal durch. Ganz ehrlich, schönes Spiel, aber mich nervt es echt so ein bisschen, dass der Typ hier die ganze Zeit am Labern ist. Nervt mich ein bisschen, echt. Wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Ich weiß nicht, was ihr lieber hört, mein Gesülze oder das Gesülze von ihm. Es ist ja Story, ist ja nicht so, dass der hier nichts erzählt, aber du hast ständig sein Gesülze im Ohr. Echt, das nervt.
Junge! So. Killers around every corner, all wearing red bandanas. Red bandanas. That's how the cowboys identified each other. Drei Schuss und der überlebt. Ich krieg einen Vogel. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. In die Falle getappt, ihr kleinen Arschgeigen. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. Ja. That man was all hat and no cap. Jetzt kommt hier, guck mal hier. Was für ein fieser Tod, ey. Das ist echt übel. That longer should have kept his nose out of it. They never charged any. Junge, Scheiß trifft doch hier. But everybody knew that Curly shot him in the back. Ja. That was common knowledge. Das wusste jeder. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. What the fuck? He was just being loyal to a friend. Abgesägte Schrotflinte brauchen wir nicht. Is that what you call it? Being loyal. Wir nehmen unser schönes Gewehr. To get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Ja. So, wir kommen in der alten Sägemühle. Sieht da idyllisch aus. Auch wenn die Frames wieder abkacken. Ich verstehe es leider nicht, warum. Es tut mir echt leid. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. So sieht's aus. Ja, es tut mir leid, ich weiß es nicht, warum die Frames hier so ein bisschen runtergehen in den Keller. Ich hab's mir zwar schon angeguckt, aber ich komme leider nicht auf irgendeine Verbesserung. Schreiber ist eigentlich auch neu und das Spiel ist ja nun weiß Gott nicht neu. Irgendwas will er da nicht so ganz. Und ich würde gerne wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Ah, Munition. Sehr schön. Lecko Funny, Alter, wo geht's denn hier weiter? Ah. Verdammt versteckt hier in dieser blöden Sägemühle. Where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Yep. Single-handed. Indeed I was, Jack. Na, wo seid ihr? Da seid ihr. Ja, ist klar. Jetzt schießen sie mich wahrscheinlich wieder zu Brei und ich treffe kaum einen von denen. Sag ich ja. Ja, wie geil. Der war gut eben. Schön den. Aha, okay, ich verstehe. Schön erstmal den Holzpfosten erschossen. Das ist toll. Okay, hier gibt's Dynamit. Wer schießt? Da hinten schießt einer. Siehst du, das meine ich, Alter. Die schießen hier, die sehen mich überhaupt nicht und schießen und treffen vor allen Dingen auch. Das ist leider ein bisschen unfair. Faktor ist da ziemlich hoch in dem Game. Na, noch einer von euch Schweinehunden? Ja. So. In der Sägemühle, meine Freunde, kämpfen wir uns zum nächsten Duell. Allerdings mit Aussicht auf eine schöne Dampflok und einen Wasserturm, würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hatte eigentlich vor, levelweise die Folgen zu machen, aber das würde jetzt hier zu lange dauern. Seid mir nicht böse, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.